2011 war in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahl. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn ich mich versuche, in die Landtagswahl irgendwie einzubringen, um das, was ich da so trocken studiere, vielleicht auch ein bisschen ja, erlebbarer bekomme. Und habe mich dann in Waren bei dem Landtagsabgeordneten Rudolf Borchert beworben und habe dann am selben Tag noch einen Anruf bekommen. Der war nämlich völlig schockiert, dass sich tatsächlich jemand dafür Politik interessiert als junger Mensch und hat mich in sein, ja, dreiköpfiges Wahlkampfteam geholt. Ja, er hatte mich dann gefragt, Mensch, willst du nicht eigentlich vielleicht in die Partei eintreten und dich auch engagieren? Meine Geschichte beginnt 1990 und die beginnt tatsächlich 4 Tage, das weiß ich so gut, weil meine Mutter mir das immer wieder erzählt hat, 4 Tage, nachdem man das Begrüßungsgeld abholen konnte. Ich bin am 4. Juli geboren und das ist eine Geschichte, die ich aus meiner Familie kenne, dass es für mich kein Begrüßungsgeld mehr gab. Ja, ich bin in Waren geboren tatsächlich, bin in Waren aufgewachsen. Der Großteil meiner Familie lebt in Waren, also von beiden Eltern. Meine Eltern sind beide auch gebürtige Warener. Also ja, auch Urmecklenburgerin sozusagen, wenn auch eben nicht so lange. Ja, ich habe hier meine Schulzeit verbracht, bin in einer Familie aufgewachsen, ohne Geschwister zunächst und habe dann zum Glück noch eine Halbschwester bekommen, nachdem meine Eltern sich haben scheiden lassen und dann neue Partner gefunden haben. Und habe mein Abitur hier in Waren gemacht und für mich war eigentlich immer klar, dass ich auch nirgendwo anders hin möchte. Für mich war eigentlich immer klar, dass ich hier bleiben möchte, zumindest in der Region. Und wenn man hier aufwächst, dann kennt man immer den Satz, wenn man Arbeit hat, möchte man hier bleiben. Oder kenne ich zumindest von vielen. Wenn man Arbeit hat, bleibt man hier oder man kommt wieder zurück. Und das war also für mich auch immer irgendwie klar, ich möchte auf jeden Fall hier bleiben. Dass ich mal so in der Politik lande, das war nie geplant und habe ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig geglaubt, dass das mal passieren wird, wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte. Auch wenn ich tatsächlich in der Schulzeit das Interesse entwickelt habe und ich war ab dem Zeitpunkt, wo man Klassensprecher gewählt hat, immer die Klassensprecherin meiner Klasse. Da gab es auch gar keine anderen Diskussionen mehr Anfang des Schuljahres. Es war eigentlich immer klar, dass ich das weitermache. Und die letzten Jahre auf dem Gymnasium war ich dann auch Schulsprecherin und war Mitglied im Landesschülerrat und habe mich da immer schon gerne eingebracht. Das war für mich irgendwie normal. Ich muss dazu sagen, dass ich eine völlig unpolitische Familie habe. Ich habe keine Parteimitglieder in der näheren Verwandtschaft und auch niemanden, der sich bis dato engagiert hat. Insofern war das für meine Familie immer ein bisschen komisch. Die haben das immer nicht so ganz verstanden, was ich da machen möchte. Und dann habe ich nach dem Abitur oder ja, in dem letzten Schuljahr sozusagen, als die Entscheidung anstand, wie es weitergeht, auch noch gesagt, dass ich gerne Politik studieren möchte. Das war für meine Familie tatsächlich ein Schock. Ich bin also nach Rostock zum Studieren gegangen. Beworben hatte ich mich, warum auch immer, auch weiter weg. Wobei, ich glaube, das südlichste war Leipzig. Und ansonsten war für mich so der Norden eher interessanter. Aber es hat mich dann tatsächlich nach Rostock verschlagen. Ich habe Politikwissenschaften und öffentliches Recht im Zweitfach studiert. Eigentlich tatsächlich mit einem anderen Ziel. Da war zwar das Interesse da, aber eben nicht die aktive Politik. Mein Ziel war eigentlich mal, dass ich als Quereinsteigerin Richtung Journalismus gehe. Das hatte mich da tatsächlich interessiert. Im Studium selber habe ich dann Praktikas gemacht und mich dann natürlich da irgendwie versucht einzubringen und habe dann aber festgestellt, dass wenn man journalistisch erfolgreich sein möchte, zum einen sehr viel Biss braucht, viele freiberuflich arbeiten und vor allem vielleicht nicht hier in der Region gute Chancen haben, weswegen ich mich dann dagegen entschieden hatte, dann dieses Ziel weiter zu verfolgen. Ich habe dann im Studium ein Praktikum machen müssen, eins, was ich anrechnen lassen musste und das war 2011 und 2011 war in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahl. Und ich hatte im Vorfeld gedacht, das wäre eine gute Idee, wenn ich mich versuche, in die Landtagswahl irgendwie einzubringen, um das, was ich da so trocken studiere, vielleicht auch ein bisschen ja, erlebbarer bekomme. Und habe mich dann in Waren bei dem Landtagsabgeordneten Rudolf Borchert beworben. Der war viele, viele Jahre Landtagsabgeordneter. Und habe mich bei dem beworben und habe gedacht, na mal gucken, ob das was wird vielleicht und habe dann am selben Tag noch einen Anruf bekommen. Der war nämlich völlig schockiert, dass sich tatsächlich jemand dafür Politik interessiert als junger Mensch.
und hat sofort gesagt, ja klar, kannst du mitmachen. Und hat mich in sein, ja, dreiköpfiges Wahlkampfteam geholt. Und ich habe dann die letzten 6 Wochen diese heiße Phase im Wahlkampf hautnah miterlebt und ja, direkt an seiner Seite und durfte Termine mit Sigmar Gabriel damals organisieren. Das war für mich völlig aufregend und völlig, ja, ein bisschen unglaublich, dass das so funktioniert hat. Das hat mir total Spaß gemacht. Ich fand das eine tolle Erfahrung. Ich bin mit ganz vielen Leuten ins Gespräch gekommen, im gesamten Wahlkreis natürlich, und habe viele spannende Themen erlebt, auch Streitgespräche erfahren. Aber ich fand das einfach eine tolle Art, sich einzubringen. Und der Wahlkampf ist auch total gut ausgegangen damals. Wir haben eine gute Party gefeiert. Und ja, er hatte mich dann gefragt, Mensch, willst du nicht eigentlich vielleicht in die Partei eintreten und dich auch engagieren? Und dann habe ich hin und her überlegt. Und dann, naja, hat man auch mit der Familie gesprochen. Und ich hatte eben niemanden, der sich bisher ja, parteipolitisch engagiert hatte. Und es konnte mir einfach auch niemand was raten. Und dann habe ich mir ein paar Wochen Bedenkzeit gegeben und bin dann eingetreten in die Partei, in die SPD, und bin dann auch relativ schnell vor Ort in Verantwortung gekommen, auf Ortsvereinsebene, bin dann gleich Mitglied im Ortsvorstand geworden, musste mich vor Ort als junge Frau, ich war eine völlige Exotin, muss ich dazu sagen, jetzt langsam regelt sich das ein bisschen. Ich werde ja auch älter. Aber ja, 2011 bin ich eingetreten. Da war ich 21. Da war ich also wirklich eine völlige Exotin. Und musste mich auch erst ein bisschen beweisen. Ist ja auch okay. Aber ich hatte tatsächlich viele Menschen um mich herum, die mich erst mal ein bisschen, naja, ein bisschen beobachtet haben. Mal gucken, ob die überhaupt bleibt. Vielleicht haut die auch gleich wieder ab. Die geht bestimmt irgendwo studieren und kommt nie wieder, wie es bei so vielen jungen Leuten dann natürlich auch ist. Naja, und dann mussten die sich aber länger an mich gewöhnen. Bin dann nach dem Studium also ich habe in der Schulzeit, das habe ich vorhin ausgelassen, ich habe in der Schulzeit meinen Partner kennengelernt. An der Schule, der ist auch gebürtiger Warener, auch seine Eltern sind gebürtige Warener und seine Großeltern leben auch hier. Und wir haben zusammen gewohnt in Rostock dann, er hat auch dann in Rostock studiert. Und ich bin dann ja über die Woche über wieder zurück zu meinen Eltern gezogen nach Waren nach dem Studium. Habe in der Ausländerbehörde des Landkreises gearbeitet, als Schwangerschaftsvertretung damals. Super spannende Zeit. Ich würde jedem empfehlen, das zu erleben. Denn ich sage immer wieder, ich habe alles erlebt in dieser Zeit. Gerade jetzt in der heutigen Zeit ist es ja ein bisschen schwierig, wenn man ins Gespräch kommt. Dann 2015, 2016 muss ich jetzt hier keinem erzählen. Das war ja davor. Insofern kenne ich diese ganz stressige Zeit dort gar nicht. Aber es war einfach eine unglaublich spannende Zeit. Für mich aber menschlich total schwierig. Denn ich habe an einem Schreibtisch gesessen, musste nach dem Gesetz handeln und habe aber Familien vor mir sitzen gehabt, Einzelpersonen, deren Schicksal ich total nachvollziehen konnte und verstehen konnte, was die erlebt haben. Und ich konnte jede Familie verstehen, die vor mir gesessen hat und gesagt hat, sie möchten ihren Kindern hier eine Zukunft bieten und möchten gerne hier bleiben. Und ich musste ja nach Aktenlage entscheiden, nach Aktenlage, wo man viel zu wenig Zeit hatte, sich einzuarbeiten, um ja alles zu verstehen, was vielleicht auch das Ganze noch schwieriger gemacht hätte. Es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Ich habe aber in der Zeit damals dort keine Zukunft gehabt. Es war eine Schwangerschaftsvertretung und ich habe mich dann entschieden, habe ein Angebot bekommen von der dann gewählten Bundestagsabgeordneten aus Neustrelitz, bei ihr im Wahlkreisbüro die Büroleitung zu übernehmen, was ich dann sehr gerne getan habe und bin dann sozusagen in diese, ja, Politikerinnenarbeit natürlich viel tiefer eingestiegen. Nebenbei bin ich Stadtvertreterin geworden. 2014 war Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich wurde gefragt, ob ich antreten möchte und habe das ja gemacht. Nicht so richtig in dem Glauben, dass das dann gleich funktionieren kann. Ich bin tatsächlich überraschend direkt gewählt worden als Abgeordnete für die Stadt. Bin mittlerweile stellvertretende Stadtpräsidentin. Habe gestern Abend gerade eine über 5-stündige Stadtvertretersitzung leiten dürfen. Wir sind im Bürgermeisterwahlkampf. Spannende Zeit auch hier wieder. Bin also voll in diesem, ja, Politikerleben irgendwie, ja, da so reingerutscht. Ich sage mal, war nicht geplant, das ist so passiert. Ich wurde dann den Anfang 2015 von Rudolf Borchert, zu dem ich nach wie vor dann Kontakt hatte, gefragt,
ob ich mir vorstellen könnte, für ihn, nach ihm zu kandidieren. Er hatte aus Altersgründen entschieden, nicht wieder anzutreten zur Wahl, zur nächsten Landtagswahl. Und ja, er hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Was ich dann natürlich auch erst in der Familie wieder diskutiert habe und besprochen habe, weil mir klar war, dass das ein Schritt ist, der ja, weitreichender ist. Und ja, wir haben uns dann dafür entschieden. Und so bin ich angetreten 2016 zur Landtagswahl und bin tatsächlich mit einem Direktmandat in den Landtag eingezogen. Auch da wieder völliger Umbruch, ganz anderes Leben. Da hat sich das Leben tatsächlich nochmal völlig gedreht. Auf einmal war man in der Öffentlichkeit, also viel mehr in der Öffentlichkeit, auch die Familie hin und wieder. Und ich war auf einmal im ganzen Land unterwegs und nicht mehr nur um den Kirchturm herum, wie ich das immer so sage. Ja, und das mache ich also bis heute. Bin also total gerne in dem Beruf. Ich mache das wirklich total gerne. Ich habe mittlerweile, im letzten Jahr ist unsere Tochter geboren. Das hat das natürlich nochmal alles ein bisschen geändert. Vor allem auch die Prioritätensetzung ist anders. Und ich muss jetzt Beruf und Familie natürlich noch viel mehr unter den Hut bekommen, was tatsächlich als Berufspolitikerin in dem Fall gar nicht so einfach ist. Denn viele wissen es nicht, aber mit einem Wahlmandat, wie ich es habe, habe ich keine Möglichkeit auf Elternzeit. Also ich kann natürlich zu Hause bleiben, aber dann kann ich mein Amt nicht wahrnehmen und mein Stimmrecht nicht wahrnehmen im Parlament. Insofern ist meine Tochter mit 7 Monaten das erste Mal mit im Landtag gewesen. Das ist für viele komisch gewesen und wurde auch von vielen ein bisschen komisch beobachtet. Ich war natürlich damit auch sofort dann wieder in der Presse. Also wo hätte es ihr besser gehen können als bei Mama? Sie war Chefin. Wenn sie Hunger hatte, dann bin ich ins Büro gegangen und habe sie gestillt. Wenn sie schlafen wollte, dann hat sie auf meinem Arm gelegen und ich habe im Büro gesessen und sie hat geschlafen. Und so hat man das halt eben versucht zu vereinbaren. Immer mit der Maßgabe natürlich, dass es ihr gut gehen muss und dass es uns gut gehen muss. Aber ich habe eben versucht, das alles in der Zeit unter einen Hut zu bringen. Mittlerweile geht sie in die Kita. Das ist ein bisschen einfacher geworden. Oma und Opa können sie auch abholen. Papa hat Elternzeit genommen für ein paar Monate. Und so kriegt man das jetzt auch alles unter einen Hut. Ich lebe in Waren nach wie vor, in einer Region, die touristisch natürlich stark geprägt ist. Ich bin aufgewachsen als Kind oder nach der Schule bin ich in Waren an den Hafen gefahren und habe mich immer gewundert, wenn da Urlauber standen und in die Müritz geschaut haben und einen Dialekt hatten, den ich da zu der Zeit nicht zuordnen konnte und das Telefon am Ohr hatten und ihren Verwandten erzählt haben, wie unglaublich klar das Wasser ist und ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich immer gewundert, was die da haben. Es kann ja nicht wahr sein, die müssen doch Wasser kennen. Und dann ist man natürlich irgendwann als Jugendliche und dann irgendwann später natürlich auch mehr gereist und rumgekommen. Und dann habe ich festgestellt, okay, die hatten recht, das Wasser ist nicht überall so klar wie bei uns. Und umso älter man wird, umso mehr lernt man zu schätzen, was wir hier für einen Schatz haben. Und nicht zuletzt Corona hat gezeigt, dass ich mir nicht hätte vorstellen können, in einer Großstadt zu leben. Ich musste nur aus der Haustür gehen, kurz links abbiegen und war ja auf dem Feld, im Wald. Die Nationalparkgrenzen sind gefühlt, ja, nur ein paar Meter entfernt und man ist ganz alleine im Wald und musste keine Abstandsregelung einhalten. Hat mir wieder mal gezeigt, wie gerne ich hier lebe. Ganz häufig hat man hier mit Menschen zu tun, die hier leben, die den stressigen Alltag in den Sommermonaten mit vielen Touristen manchmal ein bisschen schimpfen. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich über jeden, der hierher kommt und sich auch in diese Region verliebt. Und kann das total nachvollziehen und freue mich darüber, dass die Leute hierher kommen und das auch zu schätzen lernen. Und wir haben ja heute hier auch gehört, dass hier viele Leute dabei sind, die das auch tatsächlich aus diesem Grund hierher gekommen sind, weil sie sich in die Region verliebt haben. Und das freut mich total. Und ich muss meinen Vorrednern natürlich recht geben. Wir haben hier unglaublich viele Möglichkeiten und das muss man den Leuten immer wieder erzählen. Also wenn man ein bisschen positiv denkt, und auch das haben wir vorher schon gehört, dann hat man hier so viele Chancen, die man hier nutzen kann, die in Großstädten vielleicht manchmal einfacher machbar sind, aber auch hier ist es alles machbar.
Ansonsten habe ich zu allen Vorrednern irgendwie fast zu allen eine Geschichte zu erzählen, die eine eigene Geschichte wäre. Ich darf mittlerweile Jugendreden halten, unter anderem auch in der Scheune für Lewig. Das ist für mich was ganz Tolles und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, vor Jugendlichen zu stehen, denen ich meine Ratschläge mit auf den Weg geben darf und dann festgestellt habe, dass ich jetzt auch schon doppelt so alt bin und ich jetzt quasi in wenigen Tagen meinen 30. Geburtstag habe und die Wende tatsächlich nur aus Erzählung meiner Familie kenne. Und ich hoffe, dass die nächsten Generationen nicht mehr mit den Begriffen Ossi und Wessi zu tun haben, die ich aus meiner Familie immer noch kenne, aber ich in meiner Generation schon nicht mehr nachvollziehen kann, weil für mich gibt es das nicht. Ich bin gerne in Ostdeutschland, ich lebe in Ostdeutschland, ja, ich lebe in Norddeutschland auch, aber in erster Linie lebe ich halt in Deutschland und die Begriffe Ossi und Wessi sind für mich eben keine prägenden Begriffe mehr und ich hoffe, dass meine Tochter die Begriffe auch nur noch aus Erzählungen dann kennt. Ja, das ist meine Geschichte.